Genau, du bleibst erstmal hier stehen. Du wirst verwirrt. Hast du Material? Nö, hast du nicht. Gut, zuallererst wieder auf die Karte gucken. Ich sehe nirgendwo Agenten. Ich sehe 17.000 Einkommen, das ist schon mal sehr gut. Und ich sehe, wir haben zu viele Wachen in der Basis. Also, schicken wir mal welche los und gucken, was wir so für Missionen erfüllen können. 6 Arbeiter, ein Techniker. Nö. 10 Wachen. Nationalpark in Brand setzen. Das wäre schon mal 10 Bekanntheitsgrad. Was wahrscheinlich bedeutet, dass wir wesentlich mehr Leute rekrutieren können. Gucken wir mal kurz. Zack. Kapazität ist 107. Grenze müsste... Waren das jetzt 150 oder 200 durch den Community Patch sein? Eins von beiden. Ja, also allzu viel bräuchten wir nicht mehr. Das heißt, wir machen lieber erstmal mehr Geld. Geld, 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 Geld. Immer mehr Geld. Wo waren wir denn gerade bei? Also Orange baut Wut auf. Gelb baut Wut auf und Blau baut Wut auf. Grün ist am Abbauen. Und Rot ist am Abbauen. Ja, nö, dann können wir nicht mehr wirklich viel machen. Also wir könnten jetzt noch mehr in Gelb, Blau oder Orange reinsetzen, aber die haben jetzt schon relativ viel. Da müssen 17.000 reichen. Na gut, weiterlaufen lassen. Sonst kriegen wir gar kein Geld. Dann wollten wir den Trainingsraum noch umsetzen. Hatte ich zwar bisher nicht erwähnt, aber es kam jetzt schon mehrfach in den Kommentaren, dass wohl doch recht häufig Agenten hier reinstolpern und dadurch wütend werden. Also müssen wir den auch nach hier hinten irgendwo versetzen. Ich überlege noch nach einer guten Anordnung. Ich würde ungern so weit vorne Anführungszeichen noch eine Tür setzen. Eigentlich lieber von irgendwo hier eine Abzweigung. Aber vom allerheiligsten Abzweigung Richtung Trainingshalle werden wir nicht albern. Oh, und wer sitzt denn hier? Ach, der Gefangene. Macht etwas Wichtiges. Naja, er ist nicht wirklich unser Gefangener. Das war ja dieser Möchtegern Robin Hood aus Indien, wenn ich mich nicht täusche. Der soll ja mit uns zusammenarbeiten. Ob er nun will oder nicht. Oh, und ich sehe einen neuen Stapel Gold. Das wird ja langsam. Sehr schön. Wo ist unser anderer Haufen? Hier. Ja, okay, dafür ist der wesentlich kleiner geworden. Aber man kann nicht alles haben. So, nicht ablenken lassen, Gerugon. Du wolltest eine Trainingshalle bauen. Und sie sollte möglichst weit weg vom Eingang sein. Das hier ist alles noch unverfänglich? Oder sind Drogen verfänglich? Nö, sind sie nicht. Sehr gut. Und der muss auch recht groß sein, der Raum. Gerade wegen den Wachen. Und eigentlich hätte ich auch noch wesentlich mehr von den Kammerdienern-Tischen. Ja, hilft nichts. Dann muss der wohl hier hin. Und hier dann Zugang haben. Aber ich denke mal, wenn feindliche Agenten bis hierhin vordringen, ist eh schon zu spät. Außerdem, selbst wenn, bräuchten sie sehr lange, um wieder rauszukommen und würden bis dahin schon wieder sterben. Also, müsste okay sein. Also, wir hätten gerne einen Ausbildungsraum. So. Der kann auch ruhig um die Ecke... Oh, wir könnten was ganz Makaberes machen. Und ich glaube, das mache ich sogar. Wir könnten das hier hinter die Kühlkammer tun. Also müsste jeder, der eine Ausbildung machen will, durch den Reaktorraum, durch die Kühlkammer voller Leichensäcke und dann ins Ausbildungskämmerlein. Also ein Haken dabei ist, sie müssen halt weit gehen. Aber da müssten sie ja nur einmal rein, um ausgebildet zu werden. Also dürfte es nicht so schlimm sein. Und ich vermeide noch eine Tür. Ich habe nicht gerne viele Türen hier. Ich glaube, ich mache das einfach mal. So. Weiter. Wir hätten gerne eine Standardtür da. Wir würden den Raum auch gerne schon mal bauen. Und wir können schon mal die ersten Sachen verschieben. Oder auch nicht. Warum nicht? Also, wir können Dinge schon planen, aber wir können noch nicht planen, etwas dahin zu verschieben. Das macht wohl auch irgendwie Sinn. Schade, aber na gut, muss halt ein bisschen warten und wir achten einfach drauf, ob irgendwelche Leute da rein wollen und ob sie dann auch wirklich Wut bekommen. So, ihr wollt schon mal die Todesfalle? Du bist ein schlechter Kafka-Agent. Was bist du? Pause. Du
bist ein erbärmlicher Einbrecher. Ja, gut. Ich glaube, von den Jungs haben wir nichts zu befürchten. Und die geht gleich weiter. Also sobald denen sich irgendeine Gelegenheit bietet, nehmen sie auch die Tür. Das heißt, die Türen, die häufiger frequentiert werden, werden auch eher von denen benutzt. Oh. Die haben gerade reingeguckt und sind wieder raus. Okay. Aber ja, da gibt es immer noch die Theorie, dass nur die guten Ermittler auch die Sachen finden, die wenig Wut erzeugen. Die Sachen, die richtig viel Wut erzeugen, werden wohl von jedem erkannt. Also wenn jetzt einer von denen unsere Waffenkammer hier hinten sehen würde, mit 10 Wut wären die auch gleich stinkig. Aber so eine Trainingspuppe ist denen wohl nicht auffällig genug. Genauso wie die leeren Pulte hier. Oh, ich hätte schwören können, die verursachen auch Wut. Na gut, so kann man sich irren. Oh, was seid ihr denn für welche? Ein guter Pampers-Spitzel. Mit Taucherausrüstung. Auch nicht schlecht. Und noch ein Einbrecher. Oder derselbe. Na gut, wir haben ganz schön Betrieb hier bei uns gerade. Kane, geh schon mal zur Tür. Nur so für den Fall, dass wieder irgendjemand Wut bekommt und fliehen will. Und da fällt mir ein, ich sollte mal ein paar Text verteilen. Verwirren. 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 Achso, mit Steuerung war alle auf einmal verwirren, ne? Genau, ist doch gleich viel praktischer. Also alle, die zu dem Trupp gehören. Also hätte ich jetzt keinen von diesen Schnorchelmenschen ausgewählt und ich hätte gleich Steuerung gedrückt, dann wären alle 4 auf einmal ausgewählt worden. Sehr gut. Muss ich mir in Zukunft merken. Wir brauchen definitiv mehr Kammerdiener. So, die werden schon verwirrt, sehr gut. Und die rollen sich Richtung Ausgang, ohne Material zu haben. Das ist umso besser. Ja, euch ignorieren wir mal eine Weile. Was sagt die Weltkarte? Nix, anscheinend. Wir haben weiter unser Einkommen. Fliegen hat es gerade wieder gemacht, sehr gut. Eindringling von Überwachungsnetzwerk erfasst. Grün ist am Regenerieren, ist schon fast ganz unten. Ich glaube, dann schicken wir doch mal unsere Wachen dahin. 10 Wachen. Wo haben wir denn mal 10 Wachen über? Nehmen wir mal 4 von da und 4 von da und dann zwangsweise 2 von da. Das wäre jetzt also das Minimum. Und dann nehmen wir nochmal 3 von hier, noch eine von da, noch eine von da. Das müssten jetzt 4 oder 5 extra sein. Dann nehmen wir auch noch einen Techniker und einen Kammerdiener eigentlich ganz gerne. Okay, nehmen wir einfach 2 Kammerdiener. So, die jetzt alle hier unten hin. Die 2 und die 15. Das müsste der Hubschrauber ja alles gleich in einem Abwasch machen. Oder 2. Ich würde mir gerne ein zweites Helipad kaufen. Oder die Insel irgendwo zentraler hinbewegen. Muss doch auch möglich sein. Einfach ein paar Schrauben ran und dann... Also in einem alten James Bond Film wäre das bestimmt gegangen. Aber na gut. Also hier alle dahin, sobald alle da sind, fangen wir mal die Mission da an. Kurz nochmal gucken, was die Minimap sagt. Keine dunkelroten Punkte bei uns tiefer drin. Sehr gut, alle werden langsam rausgeekelt. Und warum steht ihr nur so dumm rum? Klick, klick. Übervorteilt ihre Feinde. Okay. Indem er die Wand anstarrt. Das ist sehr gut. Sind alle da? 2:15, sehr schön. Nationalpark in Brand stecken, bitte. Los geht's. Mal gucken, wie viel wir verlieren. Aber so oder so ist es eine gute Sache. 10 Bekanntheit ist schon mal gut. Denn davon hängt wohl auch ab, wie weit wir im Spiel kommen. Und wir sparen es uns halt noch mehr Spinte zu bauen, um ans Cap zu kommen. Jetzt wäre ich sogar schon gedrängelt, die Missionsziele zu machen. Nee, Fräulein. Ich lasse mich nicht drängeln. Ich will erstmal ganz viel Geld. Und ich will eine funktionierende Basis. Und dann können wir nach und nach langsam die Missionen abklappern. So, Mission läuft noch. Okay, 2 bisher tot. Das ist zu verkraften. Ich würde gerne wissen, wenn jetzt 4 Wachen sterben sollten, ob das dann immer noch abschließbar ist. Aber... anscheinend haben wir Glück. Oder
Pech. Je nachdem, wie wir es gerade sehen wollen mit dem Test. Und... Tada! Sehr schön. Haben nicht so viel verloren. Pause. Alle Mann weg da. Und Grün scheint sehr, sehr wütend zu sein. Ich kann die Anzeige gar nicht sehen. Ja, definitiv sehr, sehr wütend, dass deren Nationalpark abgebrannt ist. Dann verteilen wir die Jungs mal wieder ganz schnell. Also 5 dahin, ein Kammerdiener dahin. Hier noch ein paar hin und noch den hier hin. Und den Pampers da noch hin. Und ruhig noch 1, 2, 3 mehr. Und hier auch noch einen. So, dann haben wir noch 10 Wachen in der Basis, das muss reichen. So, Mission erfolgreich, ja. Sehr gut. Das wollte ich aber eigentlich gar nicht wissen. Ich wollte eigentlich hier unten mal raufgucken. Wurde jetzt auch schon ein, zwei Mal erwähnt, dass hier doch recht wichtige Informationen teilweise sind. Kammerdiener Roland Brown ist aus ihrer fiesen Organisation aufgrund fehlender Loyalität ausgestiegen. Das ist nicht gut. Loyalität. Die kriegen wir doch hierdurch wieder, oder? Oder wofür ist die Platte? Aufmerksamkeit wird aufgefüllt. Drogen? Füllen Drogenloyalität wieder auf? Gesundheit. Gute Frage eigentlich. Also sie kriegen auf jeden Fall Loyalität, wenn sie in der Nähe vom fiesen Genie sind. Da kriegen sie alles wieder. Weil sie Schiss haben. Hier unten wurde Intelligenz aufgefüllt. Gutes Essen vielleicht. Ausdauer. Bediensteten-Eigenschaften, Gesundheit. Theke, nee. Ich würde gerne die Attribute wissen und wo man die... Service-Kammerdiener. Also ich finde das Glossar nicht so wirklich aufschlussreich oder ich mache gerade irgendwas falsch. Agenteneigenschaften. Sehen wir aber jetzt hier nur die Gesundheit. Na gut, gucken wir mal kurz weiter die Räume durch. Was könnte noch Loyalität erhöhen? Geld? Oh, was kommt denn da? Noch ein Einbrecher. Loyalität, Loyalität. Fällt mir jetzt so nichts ein. Das müssen wir halt echt im Auge behalten. Ich würde die Anzeige gerne ein wenig größer haben. Na gut, lässt sich wohl nicht ändern. Und du blinkst immer noch. Ja, ist ja gut. Wir müssen hier noch 2 Sachen machen. Das ist mir vollkommen klar. Und wir haben inzwischen 400.000. Sehr schön. Die Goldbarren stapeln sich. So muss das sein. Aber nicht, dass sie nachher so sehr stapeln, dass wir nicht mehr an die Geldkoffer rankommen. Das wäre nicht so gut. Ich hoffe mal, dass es automatisch irgendwie verteilt wird. Hier ist jetzt gar kein Gold mehr. Das ist nicht gut. Eigentlich sollte genau andersrum das sein. Hier sollte das Gold rein. Und da die vollen Koffer. Wenn ich das richtig verstanden habe. Aber na gut, der Raum hier hinten ist wenigstens fertig. Das heißt, wir können jetzt anfangen, die Dinger zu verschieben. Oh. Achso, ihr seid nur Einbrecher. Euch ist egal, dass da Sandsäcke hängen. Ja. Sehr gut. Also, Sandsäcke verschieben. Die brauchen auch nur von einer Seite den Zugang, richtig? Ne, die haben die durchgehend gefüllten grünen Füße. Also die brauchen wirklich beide Seiten. Auf der einen Seite halt der Trainer, auf der anderen Seite der Trainee. Das ist okay. Das Objekt wird in Kürze versetzt. Also dich verschieben. Dich verschieben. Auftrag, das Objekt zu bewegen, bestätigt. Dich haben wir schon. Dich nochmal. Und danach baue ich auch schon mal neue Sachen. Wir hätten gerne noch einen Trainingssandsack. Obwohl, warte mal, erstmal dahin. Und dahin. Dann können sie da reingehen. Weil ich denke mal, wenn ich jetzt hier noch einen hinbauen würde, könnten sie nicht mehr durch. Bin ich mir nicht ganz sicher. Aber wollen wir nicht riskieren. So, was hätten wir noch gerne? Wir hätten gerne ganz viele Schreibtische für Kammerdiener. Die können erstmal hier an die Wand.